Und herzlich willkommen vor der Enz. Okay, das gibt's, was nicht los. Und es ist ja so, dass jetzt eigentlich im ganzen. Leute, hallo, guten Morgen von der Enz. Ich bin heute da vom Bodas unterwegs, allein, und jetzt ein bisschen auf Verröhren probieren. Aber was kann man sagen, es ist arschkalt, ich bin viel zu warm schon wieder angezogen. Aber das wird sich untertags ändern. Es wird nämlich zwischen 15 und 20 Grad kriegen. Und ja, ich werde euch im Laufe des Videos ein bisschen zeigen, wo sie fisch, mit wo sie fisch. Und vielleicht kann ich euch schon ganz bald auf Verröhren präsentieren. Es ist da drinnen nicht leicht in der Enz, es kann sein, dass es extrem schwierig wird, aber es sind schöne Verröhnerinnen und schauen wir mal, ob es geht. Wie gesagt, ich melde mich später. Bis dahin, dickes Petri. So Leute, nochmal einen wunderschönen guten Morgen von der Enz. Ich habe jetzt schon eine Stunde oder was gefischt und möchte euch bei Gelegenheit kurz sagen, was ich da mache, beziehungsweise was ich schon gemacht habe, beziehungsweise ein paar Worte zu meinem Gerät. Ich habe jetzt da gefischt schon mit ein paar solchen Gummifisch in 10 cm, ein paar Gummifisch in so 6,5 bis 7 cm und ein paar solche Wobbler. Dabei habe ich noch keinen Fischkontakt gehabt. Kurz ein Wort zu meinem Gerät, und zwar fische ich auch genauso gern wie auf Barsch, fische ich genau auf Forellen auch meine geliebte Westin W6 Finesse TC-Ruden, hat eine Wurfgewicht von 5 bis 15 Gramm, absolut perfekt für die Forellenfischerei und für die Köder, was man da braucht in dem Arsenal. Ja, ich liebe sie, absolut geil, gepaart mit einer Stradic C4 in der 2500er Gress, nicht jener geflochtene, Gang noch ein bisschen dünner, aber sicher ist sicher, wo so viele Storner sind. 0,22er Fluorocarbon fahren, 1,5 Meter circa. Ich fische da jetzt 2 Meter, weil es halbwegs sichtig ist da drinnen. Ein kleinen Snap und dann ein Köder. Absolut geil. Wir fischen jetzt weiter und falls es was gibt, melde ich mich. Bis später. Leute, wieder eine Stunde vergangen, noch keinen Biss, noch kein Nachläufer, noch kein Fisch gesehen heute. Aber ja, es ist die Enz, draufbleiben, weiterfischen. Also gehen wir jetzt in die zweite Runde, und zwar werde ich jetzt die andere Seite abdriften vom Ufer. Ich werde heute so machen, ich werde zuerst die eine Seite abdriften, dann die andere Seite abdriften und dann in der Mitte abdriften. Jetzt gerade die erste Drift. War in der Mitte, also eher mittig unterwegs, und habe links rechts geworfen, und jetzt mache ich das eben an die Uferkanten entlang. Und ja, nehme ich wieder mit, und wenn es was gibt, seid live dabei. Leute, ich bin jetzt einmal mit dem Boot reingegangen. Jetzt gibt es ein wenig Jausal.
ein wenig Speck, ein wenig Ohr. Und dann greift man wieder an. Wie gesagt, bis jetzt keine Fischkontakte, keine Nachläufer, gar nichts. Aber, ja, müssen irgendwo sein. Deswegen fangen wir dann an schön. Also, sehen wir uns später. Ich habe gerade mein Boot geslippt. Wie gesagt, es ist jetzt 3.3 bzw. 10 nach oder was. Und ich stehe gerade bei meinem Boot wieder. Und ja, was soll ich sagen? Ein relativ harter Tag. Ohne Fisch. Aber das kann man sich selber aussuchen. Ich habe von Anfang an gewusst, dass es hart wird. Aber natürlich ist es halt was schon schön gewesen, wenn wir angefangen hätten. Aber ja, hat nicht sein wollen. War trotzdem schön. Hat gut gepasst, ein wunderbarer Sonnenaufgang, wunderbarer Morgen, wirklich absolut traumhaft. Ja, für mich sieht das sehr loving dem aus. Und ja, jetzt machen wir mit dem Heimweg und schauen wir mal, was nächstes Mal hier geht. Also bis dahin, dickes Petri.